Hallo zusammen. Ja, ich habe mit Perun in langer Zeit nicht gespielt. Was ich bis jetzt alles gemacht habe, ist eigentlich nur, ich habe meinen Account gebundenen Kram zurückgeschickt. Hier habe ich noch meinen Stab. Den sollte ich eventuell auch mal zurückschicken. Wäre wahrscheinlich schlauer. Weil den werde ich ab jetzt ohne spielen. Ganz einfach, weil es verdammt easy ist irgendwie. Und ich bin einfach verdammt gut. Es ist einfach was anderes als einen Schurke zu haben. Ich weiß nicht, ich mag Hexenmeister mehr. Ganz ehrlich. Seid gegrüßt. Ja, doch auch. Seid Wo gehen wir denn vorsichtig. hin? Wir könnten ins Rotkammgebirge gehen. Da habe ich auch noch eine Quest. Kann ich da schon Ehre hin? dem König, Freund. Nö. Fühle die Entweder ich latsche da Allianz. jetzt hin oder... Ja, das kann ich ja nicht machen. Ja, komm, latschen wir halt. Autsch. Jetzt habe ich leider nichts, was ich euch bieten kann. Die Zeit des Laufens, aber ihr könnt ja vorspulen. Dann ist das halt wieder ein Part, der Wandern heißt oder so. Oder Wandern ist schön, irgendwie sowas. Oder wahrscheinlich habe ich das schon längst wieder vergessen und der wird gar nicht benannt werden. Mal schauen. Ja, es gab lange keine Videos mehr von Peru. Und zwar, weil die Lust fehlte. Und momentan habe ich gar nichts zu tun, deshalb... Geht das mal. So. Jetzt haben wir einen Seelenstein. So, und einen Gesundheitsstein. Ja, ist doch cool. Nicht schlecht. So, sprinten kann ich auch gleich wieder für eine kurze Zeit. So. Nur leider Gottes ist das trotzdem nicht genug. Es dauert noch ein bisschen, bis ich da bin. Ich denke mal, den Part können wir eigentlich überspringen. Ich will jetzt keinen Cut machen, weil ich lange nichts mehr mit ihm aufgenommen habe. Und mir das dann ein bisschen zu peinlich wäre, jeden Part irgendwie abzubrechen. Ach genau, ich guck mal wieder bei Atlas Loot. Das mache ich eigentlich relativ gern. So, Sammlungen. Legendäre Waffen. Ja, das hätte Style. Oder hier, der hier. Wow. Oder hier, oh mein Gott. Ja, die Panzerdrohne. Ich weiß nicht, gibt es die eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung, ich würde die gerne haben. Beruf. Ne, ich habe noch keinen Beruf. Ich glaube, ich werde das auch wieder lassen mit meinem Hexi. Mal schauen, wie ich das anstelle. Und tschüss. Neuflugroute. Ich glaube, hier war ich sogar mit Ciso, oder? Es geht einfach nicht schneller. Tut mir leid. Hm? Hey, im nächsten Level kriege ich einen Skillpunkt, sehe ich gerade. Wie verteile ich den denn? Das kann ich so lange erklären. Genau. Stirbt euer beschworener Dings? Nö. Wenn euer Dämon mit seinen einfachen Angriffen einen kritischen Treffer erzielt, gewinnt ihr sofort 2% eures gesamten Manas zurück. Wenn ihr durch den Zauber Adalas Mana gewinnt, gewinnt euer Dämon Mana in Höhe von 30% des alten Manas. Das ist nicht schlecht. Erhöht die von eurem Zauber Dämonenrüstung gewonnene Zauber- und Effekt erzeugende Gesundheit um zusätzlich 5%. Und die Teufelsrüstung um 50. Verringert die Zauberzeit eurer Beschwörungsscheiß. Und die Mana-Kosten. Ich denke mal, ich werde die 2 skillen und... Ja, die 3 Ausdauer. Der Rest kommt mir nicht sehr effektiv vor. Hier. Dämonische Energie wird noch lange dauern. Was erhält denn meine Teufelswache? Boah, das ist ja scheiße. Na, wahrscheinlich ist es für andere Dinger ganz praktisch. So, den Skill kriege ich mit 69, nee, 69.
eure Rüstung um 600%. Das ist... Die Rüstung wird versechsfacht, euer Schaden um 20. Das ist ja nicht schlecht, Metamorphase. Also Dämonen scheinen echt cool zu sein. Oh, sprinten. Ach ja, was haben wir hier? Seelenbrand? Ach ja, das war ja das Dingens, wo ein Seelensplitter braucht. Feuerregen. Furcht haben wir, Dämonen können wir hier beschwören, Wichtel, Leerwandler und Wache. Furcht, Feuerregen ist klar, singender Schmerz macht auch sehr viel Schaden. Und mit Seelenbrand und Crit. Dann haben wir hier Seelenernte, das ist dieser Strudel, das ist Leben geben, Omen der Pein, Seelenlieb ist so ein Seelensplitter abziehen, Blutsauger ist Leben abziehen, Verderbnis macht einfach Schaden, genau wie Feuerbrand, nur der setzt dann auch einen Dot drauf und Schattenblitz ist einfach nur so ein Feuerball. Hey, die Rüstung hat ja gar keine Abklingzeit mehr, wie geil ist das denn? Oh Mann, hier mein Westfall-Matschkuchen ist immer noch im Magen. Merkwürdig. Okay, wir sind gleich da. Dann kann ich da ein paar Quests machen. Mal schauen, wie viel ich Bock habe aufzunehmen. Es ist Dienstag, 19:07. Eigentlich hätte ich jetzt Raid, aber letztlich auf dem musste abgebrochen werden, weil zu wenig Leute da waren. Und deshalb spiele ich halt mein Paruchen, mein Twinky Binky. Paar, die habe ich alle mit meinem Main. Außer den natürlich. Meister Lehren ist echt heavy. Und nein. Da könnt ihr nicht sagen, den hab ich schon, bla bla, der ist schwer. Ich kenne nicht mal einen, der den hat. Ich meine, ich hab den ganzen Kataklysmus fertig gequestet. Hab ich auch den Erfolg für. Aber Nordend nochmal und dann die Schermwelt nochmal. Und dann nochmal alle Gebiete in der richtigen Welt, das ist heftig. Dat, also wer das macht, der hat echt kein Leben. Aber Respekt, also ich versuche den schon etwas länger. Aber irgendwie komme ich nie dazu. Weltenbummler, die ganzen habe ich alle schon. Die ganzen Entdecker-Kram, Scheiße. Außer Enttarnung habe ich noch nicht. Danke, was hier, ich höre weg. Was willst du denn? Dort, dort. Der ist ja eh schon jetzt down. Komm, lassen wir den Kack. Ich sehe nur, dass ich schön langen blauen Balken habe. Und das war das. Genau das wollte ich erreichen. Keine Durchreisenden. Ausnahmslos. Ich bin ein Held. Ich bin kein Durchreisender. Okay, was haben wir denn hier? Hier haben wir schon mal eine Quest. Das ist doch schön. Mitnehmen. Mitnehmen. Boah, nicht diese verkackte Kochscheiße, ey. Die ist so derbe nervig, das glaubt ihr gar nicht. Es geht aber darum, wieder irgendwelche vier davon, vier davon, vier davon. Und solche Quests mag ich einfach nicht. Am besten wäre es 20 davon oder so und so, aber dieses davon, davon und davon ist immer voll nervig, finde ich. Aber mein Gürtel mit schöne Sachen drauf, zack. Und hier kriegen wir einen schönen Umhang mit Trefferwertung. Ja, nehme ich mit. Der ist sogar besser als unser. Und einen Beutel bekommen mit 8. Können wir den roten austauschen. Go, our Platsch. Immer kommt meine Wache mit. So, was waren hier gerade? Ah, ein Wogenjäger, okay. Haben wir auch noch nie gesehen. Die Potato. Oh ne, der hier ist jetzt instant, ne? Bam. Soll ich die looten oder nicht? Hm. Na gut. Omen-Scheiß und einen Seelensplitter abziehen. Au, hey, der
hat mich gekickt, der Sack. Na, ich mache hier einen Cut. Euer Dab, ciao.